Die erste Geschichte heißt Bananablick. Es ist sehr schwierig, einen Text zu schreiben, in dem jemand auf einer Bananenschale ausrutscht, ohne albern zu werden. Zu oft wurde dieses Slapstick-Missgeschick in unzähligen Bildern und Filmen gezeigt, massenhaft verwendet und beschrieben. Dieses Thema wurde so oft bemüht, dass kaum noch jemand darüber lacht und man es außerdem nicht glauben will, wenn es einem tatsächlich passiert. Um es kurz zu machen, mir ist es passiert und das kam so. Zu meiner Zeit als Student hatte ich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Anstellungen, Studentenjobs eben. In meinem letzten Jahr hatte ich gerade ein freiwilliges kulinarisches Jahr hinter mich gebracht und suchte nun etwas Passendes und ergatterte tatsächlich einen Posten in einem Feinkostfachgeschäft bei Delikatessen Meier. Während sich meine Kommilitonen lustig darüber machten, dass ich Konservendosen mit Goldrand in Regale einräumen müsse, fand ich doch sehr bald Erfüllung in meiner neuen Arbeit. Natürlich musste ich hin und wieder auch unangenehme Dienste tun, doch auch eben viele andere sehr viel schönere. So zählte es unter anderem zu meinen Aufgaben, Waren zu sondieren und zu bestellen, erlesene Delikatessen grammweise zu portionieren, von riesigen Schinken abzuschneiden und mich mit engagierten Käseproduzenten auseinanderzusetzen. Besondere Freude hatte ich jedoch immer, wenn es darum ging, die eingetroffenen Köstlichkeiten auch zu probieren. Galt es doch, umfangreiches Wissen, Hintergrundinformationen und Geschmacksempfehlungen aussprechen zu können. Schließlich musste ich die geneigte Kundschaft auch umfassend beraten können. Eigentlich war das die optimale Aufgabe für mich. Ich fühlte mich wie die Made im handgepökelten Tiroler Speck zu 1795. Ich ging richtig auf in meinem Job und sehr bald reagierte meine Nase auf feinste Reize und meine Zunge war in höchstem Maße sensibilisiert. Ich hätte mit verbundenen Augen den Unterschied zwischen linksdrehendem italienischen Bärlauch-Rohmilchkäse und einem spanischen Serrano-Schinken schmecken können. Naja, gelernt ist eben gelernt. Hin und wieder kam es auch vor, dass Einkäufe zu besonderen Kunden bis nach Hause geliefert werden mussten. Auch das fiel in meinen Aufgabenbereich und wurde von mir sehr gemocht. Denn so hatte ich die Möglichkeit, kleine Ausflüge in der gesamten Stadt zu unternehmen. Das waren kurze Exkursionen in die verschiedensten gut situierten Haushalte mit einer gewissen Trinkgeldgarantie. Gefürchtet allerdings war die Stammkundin Frau Dr. Seltmann Schull. Sie war eine violett behaarte und leicht adipöse Dame im Spätherbst ihrer Jahre, die alle hinter vorgehaltener Hand nur die seltsame Schrulle nannten. Sie war nicht wirklich eine Doktorin, ihr verstorbener Ehemann war Arzt, sie nicht. Legte aber gesteigerten Wert darauf, so betitelt zu werden. Meistens dienstags und freitags kamen sie in den Laden stolziert, suchte sich feine Köstlichkeiten aus und orderte alles nach Hause. Ein etabliertes Ritual und irgendwann eine meiner festen Aufgaben. Bis dieses Unglück am letzten Freitag im April passierte. Es war zunächst ein Tag wie fast alle anderen auch. Frau Dr. Seltmann-Schull kam, wählte etliche kulinarische Köstlichkeiten, zahlte und gab an, sie wäre ab 15 Uhr zu Hause und würde auf die Lieferung warten. Ihre Einkäufe drapierte ich in einem aufwendig gefalteten Pappkarton mit der handbemalten Aufschrift Delikatessen. Ein lokullisches Füllhorn. Wo eine finanzkräftige Kundin wohnt, wohnen auch noch andere, sagte mein Chef und drückte mir zusätzlich eine Tasche voll mit Werbeflyern in die Hand. Als ich um 2:30 das Geschäft verließ, fing es an zu regnen. Ausgerechnet an diesem Tag war der Karton zum Bersten voll und schwer. Ich kam mir ein klein wenig vor wie das Rotkäppchen, das mit einem Körbchen die Großmutter besucht. Welch eine Duplizität der Ereignisse. Volle Straßen, eine schwere Kiste und kalter Regen. Dicke Tropfen klatschten in den Karton, in dem schon bald eine stattliche Pfütze schwappte. Ich bemerkte nicht nur, wie das Gewicht des Kartons immer mehr, sondern auch, wie der doppelte Pappboden langsam weich wurde. Die Aufschrift quittierte ebenfalls ihre Dienste und löste sich allmählich in Wohlgefallen auf. Einige Buchstaben waren Opfer des Regens geworden und verabschiedeten sich. Aus Meier-Delikatessen, handgemacht, fein, adrett, blieb Eier essen, macht fett. Stimmt ja gar nicht. Meine Last wurde immer schwerer und mein Rücken meldete sich. Ein leichtes Ziehen breitete sich von meinen Lendenwirbeln gleichmäßig nach unten und nach oben aus.
Auf etwa der halben Strecke hörte der Regen abrupt auf. Die Sonne brach durch die Wolken und tauchte die Stadt in ein direkt anderes Licht und in eine andere Stimmung. Ich musste eine kurze Pause machen. Ich stellte den Karton ab und richtete mich langsam auf. Jetzt bloß keine hektischen Bewegungen, dachte ich, stemmte die Hände in den Rücken und beugte mich weit nach hinten. So verharrte ich einen Moment. Von mir unbemerkt weckte ich offensichtlich das Interesse eines älteren Herrn. Er stellte sich neben mich, legte ebenfalls den Kopf in den Nacken und versuchte auszumachen, was es denn dort oben wohl zu sehen gab. Eine junge Mutter mit Kinderwagen schloss sich uns an und blickte ebenfalls sehr interessiert zu dem Haus gegenüber in die obere Etage. Ich hatte die Augen geschlossen, drückte mein Kreuz durch und beugte mich noch immer nach hinten. Das tat gut. Ein Ehepaar in Ballonseide blieb stehen, stellte sich vor uns und guckte auch sehr gespannt nach oben. Ich bemerkte Gemurmel um mich herum. Ein Herr mit Gehstock war gleichfalls interessiert und blickte hoch, gefolgt von einem Postboten auf einem Fahrrad, einer Gruppe Walkerinnen, einer achtköpfigen Familie aus dem Schwäbischen und zwei Handwerkern mit einer Leiter. Immer mehr Menschen blieben stehen und guckten nach oben. Nach kurzer Zeit hatte sich eine stattliche Traube um mich herum gebildet. Eine bunte Ansammlung von Menschen, die interessiert aufwärts in eine Richtung starrten. Einige machten Fotos mit ihren Mobiltelefonen. Kinder wurden nach vorne geschoben. Gemurmel und die wildesten Spekulationen machten die Runde. Was ist dort? Will da jemand springen? Ist das Kunst? Kommt da noch was? Oh, ein schönes Haus. Es wurden immer mehr Menschen, die nun nicht nur die Gehwege, sondern auch die Straße bevölkerten. Ein Taxi kam nicht mehr vorbei und fing an zu hupen. Ein Apothekendienst und ein Reisebus stellten sich dahinter. Während auf beiden Seiten immer mehr Autos einen Stau bildeten, stieg eine asiatische Reisegruppe aus dem Bus und filmte die ganze Szenerie. Mehr und mehr Interessierte kamen und schoben sich in die Menge. Allmählich lösten sich meine Rückenschmerzen. Zu weiteren Lockerungen dehnte ich meinen Kopf zu den Seiten und schüttelte die Arme aus. Ich beugte mich langsam nach vorne, öffnete die Augen und wunderte mich über die vielen Menschen, die um mich herum standen und alle aufwärts in die gleiche Richtung stierten. Was machten die denn alle hier? Was ist denn da los? Fragte ich eine Dame im gelben Kleid neben mir. Sie zuckte mit den Schultern, ohne ihren Blick abzuwenden. Was die nur alle hatten? Nun ja, so spannend war es dann doch nicht. Außerdem hatte ich ja noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich hängte mir die Tasche mit den Flyern wieder um, griff nach meinem Karton und hob ihn hoch. Der Regen hatte die Pappe doch so sehr aufgeweicht, dass der Boden in der Mitte etwas nachgab. Es purzelten einige peruanische Kochbananen aus der Kiste auf dem Gehweg. Ich sicherte die schadhaft aufgeweichte Stelle mit meinem Unterarm. Die Versuche allerdings, das verlorene Gut wieder einzusammeln, scheiterten kläglich. Es war einfach zu voll, um mit einem prall gefüllten Korb zwei oder drei Bananen aufzuheben. Ich beschloss, sie dort liegen zu lassen und der Meute zu opfern. Frau Doktor empfing mich wohlgelaunt und als ich ihr die Waren auch noch in den Kühlschrank und in der Vorratskammer verstaute, weil ich diesen aufgeweichten Karton nicht einfach so abgeben wollte, entlohnte sie mich mit einem Lächeln und einem üppigen Trinkgeld. Von der Last befreit, trat ich den Rückweg an. Vor mich hinpfeifend ging ich die Strecke, die ich auch gekommen war. Die Menschenmenge war jetzt noch größer geworden. Mehrere Journalisten der Tagespresse machten Fotos und interviewten einige Passanten. Ein örtlicher Lokalsender berichtete live vom Ort des Geschehens. Die Feuerwehr kam mit Blaulicht und Sirene angeprescht, sicherte die Situation und blies, nachdem sie die große Drehleiter ausgefahren hatte, das Sprungkissen auf. Jetzt kam Bewegung in die ganze Sache. Es wurde gedrängt und geschoben. Doch erst der hektische Fluchtversuch einer jungen Frau im gelben Kleid löste dann eine Kettenreaktion aus. Sie trat wohl auf eine der peruanischen Kochbananen, rutschte darauf aus, vollführte eine Pirouette in der Luft und fiel vor die Füße eines älteren Herrn mit Hut und seinem Dackel. Der Hund erschrak, machte einen Satz nach vorne und zog die Leine stramm. Ein Geschäftsherr im schwarzen Anzug stolperte über die Leine, machte einen Satz nach vorne und rempelte in eine Gruppe Motorradrocker. Die schwarzledrigen Hilfsraudis waren wenig amüsiert und drohten lautstark mit Schlägen. Mehrere Vollzeithippies bemerkten dies und versuchten, die Rocker zu beruhigen, indem sie ihnen spontan Sonnenblumen schenkten und ein bisschen Frieden auf einer verstimmten Gitarre intonierten.
Das allerdings regte Unmut bei einer Riege älterer Damen, die mit ihren Gehstöcken und Schirmen fuchtelten. Zwei Angestellte aus einer Parfümerie bekamen Panik, verbarrikadierten die Eingangstür mit einer Palette Chanel Nummer 5 und warfen mit Nagelfeilen. Ein Pizzafahrer auf einem Roller konnte sich gerade noch hinter einer großen Margherita mit extra Käse schützen und allmählich wurde die Situation sehr unübersichtlich. An mehreren Orten in dieser Menschentraube wurde es handgreiflich. Auf der einen Seite stritten Spaziergänger mit Radfahrern, auf der anderen Seite stänkerten die Alten gegen die Jungen. Frauen meckerten gegen Männer, neu nörgelte gegen gebraucht und schwarz war gegen weiß. Interessiert beobachtete ich das Geschehen in sicherer Entfernung, bis ich einen plötzlichen Einfall hatte. Ich wusste, wie ich die Spannung der gaffenden Meute lösen könnte. Also drückte ich mich an der Menge vorbei und schlüpfte durch eine Hofeinfahrt auf die Hinterseite der Häuserzeile. Von hier aus gelang ich unbemerkt in das von allen so beobachtete Gebäude. Durch einen Hintereingang erreichte ich das Treppenhaus und sprintete nach oben auf den Dachboden. Eine staubige und stickige Mansarde, in der lediglich einige vergessene Möbel und Dachziegel aufbewahrt wurden. Hier war eine gut erreichbare, vor allem aber von unten gut sichtbare Dachluke. Die öffnete ich mit Schwung und vernahm direkt ein Raunen von unten. Sehr passend wäre jetzt ein lauter Tusch oder eine Fanfare gewesen. Doch in Ermangelung eines solchen akustischen Signals streckte ich selber den Kopf kurz aus dem Fenster und winkte sehr huldvoll den wartenden und staunenden Menschen. Schreie und Pfiffe hallten zwischen den Häusern hoch. Und dann führte ich meinen eigentlichen Plan durch. Ich nahm die Werbeblätter vom Feinkostladen, die ich noch immer in einem Stoffbeutel über der Schulter trug, und warf den kompletten Stapel in hohem Bogen aus dem Fenster. Das sind doch mal Flugblätter, wie man sich vorstellt, dachte ich. Das schien nicht nur die aufgebrachte Menge zu beruhigen, sondern löste auch die Ansammlung allmählich auf. Ähnlich wie beim abendlichen Fernsehprogramm. Man starrt die ganze Zeit gebannt hin und wenn Werbung kommt, dann schaltet man weg. Ich war mit meiner Mission zufrieden. Nun hatte ich nicht nur die Werbeflyer außergewöhnlich gut verteilt, sondern auch noch ein mittelschweres Chaos in der Innenstadt vereidelt. Summend trottete ich die Treppe nach unten. Und als ich die Straße erreichte, löste sich die Menschentraube genauso schnell, wie sie sich gebildet hatte, auch wieder auf. Von meinem Platz aus konnte ich sehen, wie sich eine kleine Schlange vor dem Feinkostladen bildete. Also hatte diese Werbeaktion einen gewissen Erfolg. Langsam schlenderte ich zurück. Auf dem Gehweg lag etwas Gelbgrünes, eine der peruanischen Kochbananen. Erstaunlich, dass diese Frucht das Gedränge und die vielen Füße dieser Menschenmassen unbeschadet überstanden hatte. Ich wollte sie aufheben und bückte mich. Da durchfuhr erneut ein heißwarmer Schmerz meinen Rücken. Vorsichtig richtete ich mich auf, stemmte die Arme in den Rücken und beugte mich weit nach hinten. Ein Mann mit gegelten Haaren und schwarzem Anzug stellte sich neben mich und blickte nach oben. Ich schenkte ihm die Bananen und verschwand so schnell ich konnte. Ja, danke.